Beliebtheit, die Josef Lanner und Johann Strauss Vater zu ihrer Zeit genossen, äußerte sich Frédéric Chopin im Jahr 1830 durchaus nicht unkritisch. Unter den zahlreichen Belustigungen Wiens sind die Soirées in den Gasthöfen besonders berühmt. Strauss und Lanner spielen Walzer während des Essens. Nach jeder Nummer wird ihnen vehement applaudiert. Und wenn sie ein Quodlibet spielen, das heißt eine aus Opernfragmenten, Liedern und Tanzweisen zusammengesetzte Suite, können sich die Hörer kaum fassen vor Freude. Da sieht man, wie verdorben der Geschmack des Wiener Publikums ist. Nun, so streng wollen wir nicht urteilen. Ja, und was den Walzer betrifft, beziehungsweise die Walzerkette, die Lanner als erster in eine einheitliche künstlerische Form brachte, begeisterte sich bald das Publikum aller Gesellschaftsschichten an dieser Tanzform. Die Hofballtänze Opus 161 von Josef Lanner, die Sie jetzt gespielt von den Wiener Philharmonikern unter Lorin Marcel hören werden, wurden im Jänner 1840 in der Hofburg uraufgeführt. Es ist dies ein Beispiel für einen klassischen Wiener Walzer. Die Wiener Philharmoniker unter Lorin Marcel. Thank you.
Der Walzer Hofballtänze Opus 161 von Josef Lanner. Als erster der Familie Strauß kommt jetzt Josef zu Wort, und zwar mit der Polka Masur, die Tanzende Muse, Opus 266. Josef Strauß kann hier seine Meisterschaft zeigen, wechselnde Stimmungen musikalisch auszudrücken. 1869 im Fasching ist dieses Werk uraufgeführt. Thank you.
Auf die Polka Masur, die tanzende Muse von Josef Strauß, folgt nun ein Galopp von Eduard Strauß, dem 1835 geborenen Jüngsten der Brüder Strauß. Mit Extrapost von Eduard Strauß, Opus 259. Und nun spielen die Wiener Philharmoniker unter Lorin Marcel wohl einen der berühmtesten Konzertwalzer von Johann Strauß. Seit umschlungen Millionen. Opus 443 ist für die internationale Musik- und Theaterausstellung 1892 in Wien geschrieben und Johannes Brahms gewidmet.
Zeit umschlungen Millionen ein Walzer von Johann Strauss. Mit welchem Einsatz die Strauss-Familie sich um das Geschäft in der Unterhaltungsmusikbranche bemühte, vermag die Zahl der von ihren Mitgliedern vorgelegten Neuheiten im Fasching 1856 belegen. Es waren immerhin 19 und eine dieser Neuheiten war die Polka Schnell Elektrophor Opus 297, die Johann Strauss, der Titel deutet es ja an, für den Technikerball geschrieben hat. Die Wiener Philharmoniker, wieder dirigiert von Lorin Marcel. Polka Schnell, Elektrophor, Opus 297. Mit der Polka Schnell, Elektrophor, Opus 297 von Johann Strauss haben die Wiener Philharmoniker unter Lorin Marcel den ersten Teil des Neujahrskonzertes 1982 beendet. Meine Damen und Herren, der zweite Teil beginnt nach einer Pause von ungefähr 25 Minuten um 12.13 Uhr. Ladies and gentlemen, you have just heard the first part of the traditional New Year's Day concert broadcast by the con la polka Elektrophor opera 297 di Johann Strauss figlio termina la prima parte del concerto di Capodanno 1982 eseguito dai Wiener Philharmoniker sotto la direzione di Lorin Marcel in collegamento diretto con la Sala Grande Amici della Musica di Vienna. La seconda parte del concerto avrà inizio tra 25 minuti circa. L'Orchestre Philharmonique de Vienne sous la baguette de Lorin Marcel dans la grande salle du Musikverein à Vienne. Après un entr'acte de 25 minutes, nous reprendrons la diffusion de ce concert à 12h13.
Señoras y señores, escucharon la primera parte del concierto de Año Nuevo bajo la dirección de Lorin Maazel y transmitido desde la Gran Sala de la Musikverein de Viena. Después de una pausa de aproximadamente 25 minutos, continuaremos con la transmisión del concierto a las 12:13. Bis zu Beginn des zweiten Teiles des Konzertes verabschieden wir uns von den Hörern der angeschlossenen Sender. Auf Wiederhören um 12:13 Uhr.